Die Stimulus-Hoffnungen jetzt vor der Wahl sind endgültig tot. Es hat ziemlich lange gedauert, bis dieses zielebige Phantom sich dann doch verflüchtigt hat. Und gestern haben wir so eine Art Vorgeschmack darauf bekommen, vielleicht auf das, was eigentlich hätte vorher schon eingepreist werden müssen. Vielleicht haben die Märkte gestern schlichtweg auch diesen fehlenden Stimulus eingepreist, jetzt vor der Wahl. Aber es gibt etwas, was den Bullen Hoffnung machen kann. Denn eine Woche vor der Wahl oder die Woche vor der US-Wahl, nämlich von Dienstag dann bis zum Wahldienstag, ist extrem positiv historisch gesehen. Wird es auch diesmal sein. Dafür werde ich jetzt Pro-, aber auch Kontra-Argumente bringen. Schauen wir uns zunächst mal an, wie es aussieht mit dem Stimulus. Das hat sich jetzt erledigt. Mitch McConnell, der Führer der Republikaner im Senat, hat jetzt praktisch den Senat entlassen. Die Abgeordneten werden jetzt in ihre Heimatbezirke gehen, um dort den Wahlkampf zu betreiben. Erst am 9. November mithin, also fast eine Woche nach der US-Wahl, erst wieder zurückkehren. Das bedeutet nichts anderes, als dass keine Abstimmung im Senat über ein irgendwie geartetes Stimuluspaket möglich ist. Und heute Nacht ist ja auch Amy Barrett bestätigt worden, diese konservative Richterin. Das war ja für Trump und die Republikaner extrem wichtig. Jetzt hat Pelosi schon reagiert und hat gesagt, ja, das ist doch eine ziemliche Schweinerei. Ihr wollt jetzt sozusagen Obamacare den Leuten wegnehmen und das angesichts dieser Pandemie. Jedenfalls sehen wir, dass jetzt natürlich wahrscheinlich die Geschichte jetzt gelaufen ist, nachdem Amy Barrett nominiert wurde, durchgebracht wurde seitens der Republikaner. 52-48 war das Stimmverhältnis. Eine einzige Republikanerin, nämlich Collins, Susan Collins, hat dagegen gestimmt, weil sie gesagt hat, naja, vor 4 Jahren haben die Demokraten das auch nicht gemacht. Die hätten auch vor der Wahl noch jemand durchbringen können. Darauf haben sie verzichtet. Jetzt machen wir das, sei es drum, es ist jetzt passiert und faktisch ist es so, dass das dann letztendlich der letzte Auslöser war für die Demokraten zu sagen, nee, dann machen wir keinen Deal und so hat sich die Geschichte erledigt. Jetzt ist die Frage, wie reagieren die Märkte darauf? Bisher im asiatischen Handel noch wenig, aber gestern hat man sehr stark darauf reagiert. Wir sehen hier den Ausbruch des VIX, also der Wohlererwartung für die S&P 500 Aktien, der um 4,91 Punkte auf 32,46% gestiegen ist, fast 20% der Anstieg, das ist der größte Tagesgewinn seit dem 3. September, also da ist was passiert. Wir sehen, dass das Put-Call-Ratio nach oben geht, es wird sich also jetzt mehr abgesichert über Puts, das war ja etwas, was vorher überhaupt nicht der Fall war, hatten wir ein extrem niedriges Put-Call-Verhältnis, das heißt, der Markt sah wenig Notwendigkeit für eine Absicherung gegen fallende Kurse sich abzusichern, weil man sich gesagt hat, ja, egal was passiert, ist doch bullish, wenn Biden gewinnt und einen Sweep macht, also alles demokratisch wird, dann kriegen wir den dicken Stimulus, ist super. Wenn Trump gewinnt, ist auch gut. Also egal was passiert, ist gut. Jetzt stellt man fest, dass das möglicherweise nicht so ist. Jedenfalls haben wir jetzt gestern gesehen, dass 90% der S&P 500 Aktien verloren haben. Wir haben also einen marktbreiten Abverkauf erlebt. Das haben wir in den letzten 2 Jahren nur 3-mal gesehen, dass die Trader so ein bisschen gepanikt sind, wie hier Sentiment Trader schreibt. Das gab es dann im Oktober 2018. Wenn man dann also praktisch die Situation hat, dass 90% der Aktien verlieren, dann ist das oft der Auftakt für eine doch etwas herbere Verlustserie, spricht also gegen die These Rally. Aber gleich gibt es ein paar Argumente für die Bullen für die These. Jedenfalls im Mai 2019, kleiner Abverkauf, minus 2,9%. Im Februar 2020 war es ein bisschen mehr, 31,9%. Wir erinnern uns noch dunkel an den Corona-Crash. Also, das ist die Situation. Fundamental könnte man auch hier einige Fragen stellen. SAP ist ja eigentlich ein Bellwether, also ist praktisch ein Lackmustest für die gesamte Softwareindustrie, nicht nur in Europa, sondern global. Und SAP hat gestern gesagt, ja, bei unseren Kunden sitzt das Geld nicht mehr so locker. Da ist man weniger bereit, hier zu investieren. Das wird vor allem die Beraterbranche freuen, die ja vor allem von der Bereitschaft der Firmen lebte, viel Geld auszugeben für manchmal nicht so tolle Dienstleistungen. Sei es drum, jedenfalls ist das natürlich eigentlich ein Warnsignal, wenn SAP, die ja global aufgestellt sind, sagen, oh, da sitzt das Geld nicht mehr locker bei den Firmen.
Und wir haben auf der anderen Seite ja jetzt die Berichtssaison der großen Tech-Werte. Heute beginnt Microsoft, am Donnerstag haben wir Amazon, Apple, Facebook, Alphabet und Konsorten. Da sehen wir, dass jetzt der SAP gestern ja 22,2% gefallen ist. Jetzt seit Jahresbeginn sogar 18% im Minus ist. Und wenn wir jetzt das mal vergleichen, wie es Holger Cepic gemacht hat mit Apple, da sehen wir, dass die noch 59% höher stehen als zu Jahresbeginn und der sogenannte Nifang-Index sogar 79% seit Jahresbeginn zulegen kann, während der europäische Tech-Index 1% im Minus ist. Also wir sehen einen extremen Kontrast zwischen Tech in den USA und Tech in Europa. Vielleicht ist Tech in den USA besser aufgestellt, gar keine Frage, aber eine solche Differenz, die ist doch ein bisschen herb, wie ich meine und wie auch Holger Cepic meint. Wir haben jetzt die Situation, Wahl wird natürlich immer interessanter, immer brennender. Wir haben wieder einen neuen Tweet von Donald Trump, mit dem Twitter nicht so ganz einverstanden war. Big problems and discrepancies with mail-in ballots, also mit dieser Briefwahlsituation. All over the USA must have final total on November 3rd. Also hier sozusagen das latente Anzweifeln. Dann jetzt schon mal das Wahlergebnis aufgrund der Briefwahlstimmen. Wir sehen jetzt hier, dass die Analysten von 538, das ist ein extrem gutes Analysehaus in den USA, sagen, wir sehen eine 87-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass Trump gewinnt. 71% eine demokratische Trifecta, also alle drei Positionen, alle drei Kammern, wenn man so will, demokratisch Präsident, Senat und Abgeordnetenhaus. 16%, dass Biden gewinnt, aber der Senat republikanisch bleibt. 2%, dass Trump gewinnt und der Kongress demokratisch bleibt. Also die zweitgrößte Wahrscheinlichkeit jedenfalls sieht man, dass Biden gewinnt, aber der Senat republikanisch bleibt. Was würde das bedeuten? Es würde bedeuten, dass natürlich die Situation hier schwieriger wird. Ich hatte gestern mal einen Alternativ-Poll gezeigt sozusagen, nämlich von Rasmussen, das einzige Institut, das Donald Trump vorne sieht mit 48-47. Hier ein Politikprofessor Norpoth sogar einen absoluten Sweep für die Republikaner voraussagt, ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn man sich mal ein bisschen kleinteiliger die Umfragen anschaut, dann gibt es auch die sogenannten District Polls. Das sind also Umfragen, die in kleinen Gemeinden, in enger umfassten Wahlbezirken gemacht werden. Und hier sehen wir, dass Joe Biden in fast allen Fällen, 159 solcher Distrikte hat man hier erforscht, in 151 dieser Distrikte liegt Biden klar stärker als damals Clinton vor Trump gelegen war. Also es sieht durchaus besser aus für Biden als für Clinton, weswegen die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahlforscher möglicherweise sogar die Chancen für Donald Trump überschätzen, nicht gerade klein ist, denn die haben natürlich, nämlich die Wahlforscher 2016, böse auf die Mütze gekriegt und versuchen jetzt sozusagen ja nicht irgendwie hier falsch zu liegen und den Trump wieder zu unterschätzen. Deswegen kann man sich vorstellen, dass da durchaus in der Methodik so ein paar Faktoren einfließen, die Trump jetzt nicht gerade in den Umfragen schlechter aussehen lassen, aber das nur nebenbei. Wenn es jetzt so ist, dass Biden wahrscheinlich die Wahl gewinnt, wenn also diese Umfragen stimmen sollten, dann gibt es auf der anderen Seite eben, wie hier zum Beispiel Real Clear Politics zeigt, durchaus die Chance, dass die Republikaner den Senat behalten. Und das würde bedeuten wiederum, dass dieses große Stimuluspaket, das eigentlich die Märkte schon längst eingepreist haben, Joe Biden hat ja gestern über einen Sprecher sagen lassen, ja, wir wollen 2 Billionen, dass das wahrscheinlich nicht kommen würde, denn wir haben jetzt gesehen, oder zumindest nicht in der Größe, wir haben jetzt gesehen, wie schwierig diese Verhandlungen waren, natürlich erschwert auch durch den US-Wahlkampf, aber man hat sich nicht einigen können und es wird nach der Wahl, wo man dann sozusagen weiter sich gegen das Schienbein treten wird, nicht einfacher werden nach meiner Auffassung, zumal sollte Trump abgewählt werden und Biden dann Präsident sein, wir eben dann die Periode des Lame Duck haben, also der lahmen Ente, ein amtierender Präsident, der aber ausscheiden wird zwischen dem 3. November und dem 20. Januar. Das sieht dann nicht wirklich gut aus eben in dieser Periode. Insgesamt muss man sagen zur Wahl, wir haben jetzt knapp 65 Millionen Briefwahlstimmen bzw. Early Votes schon registriert. Das deutet darauf hin, dass wir die höchste Wahlbeteiligung seit dem Jahr 1908 bekommen. Also diese Wahl, die interessiert, die polarisiert, deswegen sind die Leute dabei. Und natürlich ist die Frage, was ist das große Thema? It's the economy oder it's the pandemic? Derzeit scheint es so zu sein, das begünstigt eben auch Biden, dass es die Pandemie ist. Wir sehen hier den 7-Tages-Durchschnitt in den USA und wir sehen, das ist die dritte Welle offenkundig.
nicht. Die Amerikaner hatten ja vor allem im Süden der USA im Sommer eine zweite Welle. Jetzt die dritte Welle. Die Fallzahlen sind höher, auch wenn wir jetzt nur, glaube ich, 63.000 Fälle gestern gesehen hatten, was deutlich weniger ist als am Vortag. Aber es sieht eben so aus, als wäre die Pandemie das entscheidende Thema. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Märkten und zu der Statistik. Warum eigentlich die Woche oder dass die Woche vor den US-Wahlen fast immer positiv ist, nämlich in 92% der Fälle, in 11 von 12 Fällen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, muss man sagen, durchschnittlich steigen die Märkte, steigt der S&P 500 1,6%, die europäischen Märkte, MSCI Europe, sogar 2,3% in der Woche vor der US-Wahl. Und wenn wir uns das hier mal anschauen, das ist die durchschnittliche Performance, wenn der Amtsinhaber gewinnt oder wenn der Amtsinhaber verliert, dann geht es ja vorher nach unten, dann nach oben. In beiden Fällen geht es ab Ende Oktober nach oben, egal wer also gewinnt. Die Frage ist, passt diese Saisonalität, passen diese Trends auch in diesem Jahr, in diesem Corona-Jahr, in dem ja vieles anders ist? Das ist die große Frage. Wir haben ja jetzt einen Aktienmarkt gesehen, der weder deutlich gestiegen ist, noch deutlich gefallen ist. Normalerweise tendieren die Aktienmärkte dann stark, wenn der Amtsinhaber bestätigt wird, und dann schwach, wenn er abgewählt wird. Diesmal sind wir so in der Mitte irgendwie gelaufen. Also da hat es auch nicht so richtig gepasst. Die Frage ist, was wird diesmal kommen? Also das ist die Situation, meine Damen und Herren. Immerhin noch eine hoffnungsvolle Meldung hier der VW-Vorstandschef hat heute gesagt, ja, die Autoindustrie, die braucht keine Stimulus-Unterstützung mehr. Die Zahlen sind deutlich besser geworden, ja, aus der Autoindustrie. Aber viele Branchen sind nach wie vor schwer angeschlagen. Heute ja diese Videokonferenz Merkel mit dem Ministerpräsidenten der Bundesländer. Frankreich überlegt neue Restriktionen. In Italien wird sogar ein kompletter Lockdown wieder diskutiert. Das ist sozusagen ein Phänomen, was natürlich jetzt scharfe zu beobachten ist. Jedenfalls ist die Lage nicht gerade einfach. Die Statistik spricht für eine Rallye. Die fundamentale Situation spricht eher dagegen. Aber wer weiß schon, was passiert. Ich weiß es nicht letztgültig. Wünsche aber gleichwohl einen wunderbaren Start in diesen hervorragend fast sonnigen Dienstag und sage Servus und Ciao.